Konnichiwa, Minasan! Wie ihr seht, sitze ich hier gerade in einem Hotel. Wir sind auf Nagashima oder in Nagashima. Das ist so eine längliche Insel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie künstlich ist oder nicht. In der Nähe von Nagoya. Hier gibt es einen Onsen-Ort. In dem Hotel hier gibt es auch Onsen, da werde ich gleich noch reingehen. Mai und Louis sind gerade nämlich schon dort und waschen sich. Und wenn der kleine Louis dann hier schlafen gebracht wird, dann gehe ich ein bisschen mich abwaschen. Ich habe gedacht, ich nutze die Zeit ein wenig, um ein kleines Video aufzunehmen und mit euch über ein Thema zu sprechen, über das ich lange eigentlich schon mal reden wollte, aber es irgendwie nie so ganz gemacht habe. Und wie ihr vielleicht an meinem Gesicht seht, ich bin relativ tot schon. Ich bin eigentlich kaputt, denn wir haben abends, die Reise war natürlich nicht ganz unanstrengend. Wir waren heute Mittag im Ampermann-Museum. Mayo hat heute im Übrigen auch Geburtstag zur Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Und es war ein super Tag. Wir hatten super viel Spaß. Wir waren in Bewegung. Wir haben tolles Essen gegessen. Also es war wirklich ein richtig, richtig toller Tag. Und ich habe auch einen kleinen Vlog aufgenommen, der dann irgendwann kommen wird. Ich weiß nicht, wann genau ich das hier hochlade und ich weiß nicht, wann genau der Vlog kommen wird. Auf jeden Fall habe ich gedacht, die Situation, dass ich eigentlich schon komplett tot bin, passt eigentlich richtig gut für das Thema. Und zwar wollte ich mit euch mal über meine Arbeit hier auf YouTube sprechen. Vor circa einem Jahr war es, glaube ich, habe ich ein Video gemacht, in dem ich erklärt habe, dass ich mir 2 Tage die Woche frei nehme. Denn bis zu dem Zeitpunkt des Videos gab es bei mir keine festen freien Tage. Und das war die ersten 3 Jahre meiner Selbstständigkeit hier in Japan der Fall. Ich habe eigentlich jeden Tag gearbeitet, jeden Tag was für YouTube gemacht oder für die Online-Kurse oder für all das, was ich sonst noch mache. Und habe mir nie mal freie Zeit gegönnt am Wochenende oder an irgendeinem Tag innerhalb der Woche. Und das hat natürlich zu Problemen geführt. Zum einen, dass ich irgendwie gar nicht mehr wirklich rausgekommen bin. Und wenn wir was mit der Familie dann zusammen gemacht haben, war das halt auch immer so, dass ich irgendwo die Arbeit im Hinterkopf hatte. Und das ist jetzt nach einem Jahr 2 Tage freinehmen auch nicht komplett verschwunden. Es ist aber deutlich besser geworden. Vor allem bin ich auch produktiver und effizienter geworden, denn die Arbeit, die ich vorher in 7 Tage gepackt habe, muss ich jetzt natürlich irgendwie in 5 Tage packen, obwohl man auch ganz ehrlich sagen muss, wenn man jeden Tag arbeitet, irgendwann ist die Produktivität halt nicht mehr wirklich so gut und man braucht für Dinge, die man in viel kürzerer Zeit machen könnte, viel, viel länger. Und das habe ich auch gemerkt. Also man kann wirklich eine Menge an Produktivität steigern in der Regel. Das ist wirklich ein weiter Weg, würde ich sagen. Und ich bin noch längst nicht dort angekommen, wo ich sagen würde, okay, ich bin super, super, super produktiv und ich kann nichts mehr verbessern. Sondern natürlich kann ich immer noch Dinge verbessern und das versuche ich auch. Ich versuche Arbeitsabläufe zu vereinfachen, zu verbessern, so dass ich halt in weniger Zeit das Gleiche schaffen kann, was ich jetzt in mehr Zeit schaffe. Aber wozu das Ganze auch geführt hat, ist, dass ich der Meinung war im letzten Jahr, ich muss in diesen 5 Tagen, die ich habe, alles rausholen, was ich auch nur irgendwie rausholen kann. Und das, liebe Freunde, hat wieder zu einem Problem geführt, dass ich ja oft, würde ich sagen, einfach super, super müde und erschöpft bin, was vielleicht jetzt erstmal nicht so Schlimmes ist, aber ich auch eindeutig meinen Körper ein wenig vernachlässigt habe im Vergleich zu der Zeit davor. Die Zeit davor habe ich zwar 7 Tage immer durchgehauen, ich habe aber versucht, immer so kleine Stretching-Einheiten einzubauen, ich habe versucht, Jogging-Einheiten einzubauen und das versuche ich jetzt teilweise auch, aber es gelingt mir nicht so wirklich, sondern es klappt dann mal für 1, 2, 3 Wochen oder auch 1 Monat oder 2, dass ich das so ein bisschen eingebaut bekomme und dann rutsche ich wieder raus aus dem Muster, gehe in das Alte zurück und versuche mich irgendwie wieder tot zu arbeiten an diesen 5 Tagen, die ich jetzt habe. Aber manchmal auch an den 2 freien Tagen versuche ich irgendwie abends so ein bisschen was reinzuschmuggeln, sage ich mal. Ja. Auch das passiert öfter mal. Was ich aber jetzt merke nach diesem Jahr, beziehungsweise nach 4 Jahren YouTube, Vollzeit, Online-Kurse noch mit dazu, dann gibt es noch 2 andere Projekte, die noch im Hintergrund sind, von denen ich euch leider noch nichts erzählen darf. Ja, das eine geht eventuell möglichst bald schon an den Start. Das wollten wir, das mache ich mit jemandem zusammen, eigentlich schon längst rausgebracht haben. Aber dann gab es bei der Person auch wieder ein bisschen Komplikationen, Zeitschwierigkeiten. Und bei mir war es auch nicht ganz so einfach. Und das andere Projekt wird allerspätestens im Frühjahr nächsten Jahres veröffentlicht werden. Aber ich werde versuchen, das dieses Jahr schon mit euch teilen zu können. Aber auch da kann ich euch leider noch nicht wirklich viel zu erzählen. Das sind aber Dinge, die passieren im Hintergrund.
abseits von YouTube noch, die auch ein bisschen was mit YouTube zu tun haben, beziehungsweise mit meiner Arbeit hier über Japan und so. Das hat damit was zu tun, aber ich kann euch davon halt leider noch nichts erzählen, aus Gründen. Und das heißt, das mache ich halt irgendwie noch außerhalb dessen, was ihr so mitbekommt. Und ich muss sagen, ich merke zunehmend, dass meinem Körper das nicht unbedingt gut tut. Und das ist so ein Problem, was ich auch irgendwie habe und wo ich mit euch auch einfach mal drüber reden wollte, weil ich denke, der ein oder andere von euch wird da Erfahrungen haben und kann mir vielleicht auch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das alles ganz gut balancieren soll. Also die 2 Tage, die ich frei habe in der Woche, die verbringe ich mit Maye und Louis und die sind auch absolut für Maye und Louis reserviert. Das heißt, dort treffe ich mich nicht mit anderen Freunden oder sonst irgendwas, sondern diese 2 Tage möchte ich auf jeden Fall voll mit Maye und Louis verbringen, also Familienzeit. Und das ist auch wunderschöne Zeit und das klappt auch wunderbar. Wir sind aber natürlich auch öfter unterwegs und wenn man unterwegs ist mit einem kleinen Kind, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, die kleine Kinder haben oder mal gehabt haben, ist das natürlich auch nicht immer die entspannendste Erfahrung. Es macht zwar Spaß, es ist gute Zeit mit der Familie, aber man ist abends trotzdem jetzt nicht so, dass man sich denkt, okay, ich gehe jetzt gleich raus und hole noch die nächsten Bäume aus dem Garten, ja. Das ist eigentlich auch nicht der Fall, sondern man ist halt auch irgendwie kaputt. Und irgendwie muss ich euch auch sagen, ich habe, glaube ich, so ein bisschen ein Problem mit der Art und Weise, wie ich über Arbeit denke, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jemand, ich arbeite gerne, ich mache das sehr gerne und ich bin jemand, der verfällt gerne mal in Extreme, wenn es darum geht, Dinge zu machen. Also um euch ein einfaches Beispiel zu geben, der Kaffee. Ich liebe Kaffee mittlerweile, war früher nie der Fall, habe nie Kaffee getrunken, mittlerweile aber schon. Und es fällt mir schwer, wenn wir Kaffee zu Hause haben, meinen Konsum vom Kaffee zu regulieren. Also wenn ich sage, eine Tasse am Tag, dann sage ich das, das funktioniert auch einen Tag, aber am 2. Tag sind es 2, 3, 4 oder 5 Tassen Kaffee am Tag. Und das geht so lange, bis der Kaffee, den wir vorratsmäßig zu Hause haben, nicht mehr vorhanden ist. Und das ist natürlich schon mal ein Problem. Also ich verfall gerne so ein bisschen in solche Extreme und in solche Loops, könnte man sagen. Was, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich mir oft viel Stress mache und ich Stress gerne mit Trinken oder Essen kompensiere. Jetzt nicht Trinken im Sinne von Alkohol, sondern Trinken im Sinne von zum Beispiel Kaffee oder Tee. Oder eben dem Essen dann, ne, dass ich halt mehr esse, als ich eigentlich sollte oder Süßes esse oder Kuchen oder sonst irgendwas, was halt auch nicht unbedingt so gut ist für die Gesundheit. Und genau so ist es auch ein bisschen bei der Arbeit, ja. Und das Problem bei meiner Arbeit ist, ich arbeite von zu Hause aus, meine Arbeit ist zu Hause im Grunde und meine Arbeit ist das Land Japan selbst. Das heißt, ich lebe ja hier, ich mache hier Erfahrungen und das ist irgendwo auch ein Teil meiner Arbeit. Also mein Leben und meine Arbeit sind irgendwie miteinander verwurzelt. Die kann man eigentlich gar nicht wirklich voneinander trennen. Und das ist manchmal, glaube ich, auch ein Problem, weil ich denke mir, ich muss so viel wie möglich für die Arbeit geben. Ich muss so viel über Japan herausfinden. Ich muss das alles ganz genau beobachten, analysieren und das macht mir auch unglaublich Spaß. Aber ich glaube, ich setze mich oft zu sehr unter Druck, das auch irgendwie in Videos oder in Livestreams oder in sonst irgendwas verpacken zu müssen. Das ist, glaube ich, ein bisschen auch das Problem, was ich manchmal habe, um euch auch da ein einfaches Beispiel zu geben. Wie ihr vielleicht wisst, ich interessiere mich sehr für die ganze Mythen- und Legendenwelt in Japan. Ich interessiere mich sehr auch für die Jomon-Zeit und die Pyramiden, die man in Japan zum Beispiel findet. Und da gibt es so viel interessante Literatur zu, die ich zu Hause liegen habe, bei der ich aber nur sehr schleppend vorankomme, weil wenn ich eine freie Minute oder sagen wir mal die Videos für die Woche geschafft habe oder für die nächste Woche, dann ist es nicht so, dass ich mir denke, ah, okay Kevin, du hast die Videos für die nächste Woche geschafft, dann kannst du dich jetzt mal hinsetzen und kannst meinetwegen 1, 2 Tage dieses Buch komplett durcharbeiten. Du weißt zwar nicht direkt, ob das zu einem Video führt oder nicht, aber du machst es und vielleicht entsteht daraus was. Dieses vielleicht entsteht daraus was ist für mich ziemlich schwierig, weil ich bekomme dann direkt die Panik, okay, wenn in den 2 Tagen vielleicht sich nichts daraus ergibt, ich keine guten Informationen habe, die ich in einem Livestream oder in einem Video verwerten kann, was mache ich denn dann? So dass ich sage, okay, das Buch, das lese ich irgendwann anders, an einem freien Tag, der natürlich nie kommt, und recherchiere lieber was, von dem ich weiß, okay, das Potenzial für ein Video ist hoch und da kann ich da irgendwie was draus machen oder überlege, wo ich noch hingehen könnte für einen Vlog und recherchiere die Orte oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist auch
irgendwie ein Problem oder nicht? Denn wenn ich eure Kommentare und Mails lese und in der Vergangenheit schon mal über so Themen gesprochen haben, dann haben viele von euch mir eigentlich gesagt, ja Kevin, setz dich nicht so unter Druck, wir erwarten das ja nicht. Und wenn in der Woche mal nur zwei Videos kommen, ist das auch nicht so schlimm. Und wenn mal nur ein Video kommt, ist das auch nicht so schlimm. Und das weiß ich auch irgendwo, dass mir ja niemand vorschreibt, dass ich drei Videos die Woche machen muss oder dass ich so viele Livestreams die Woche machen muss oder dass ich überhaupt irgendwas machen muss. Das schreibt mir hier niemand vor. Ich habe ja keinen Chef, der mir sagt, Kevin, diese Woche hast du aber nicht so viel gemacht. Sondern theoretisch könnte ich mir ja jetzt rein theoretisch eine Woche frei nehmen, einfach weil ich es möchte und kann. Aber ich kann es vom Kopf her nicht. Ja? Ich kann es vom verdammten Kopf her nicht. Und ich habe das Gefühl, immer mehr und mehr, auch gerade in den letzten Wochen und Monaten, wo ich auch so ein bisschen merke, dass mir der Rücken wehtut, ja, was höchstwahrscheinlich daran liegt, dass ich sau viel sitze, weil ich Videos schneide, weil ich Dinge recherchiere, lese und so weiter und so fort. Und eben diese Jogging-Routine und die Stretching-Routine, die ich mal vor ein, zwei Jahren hatte, nicht mehr habe. Sodass ich mir halt auch denke, okay, dein Körper sagt dir allmählich irgendwie, da ist vielleicht was nicht ganz okay. Du solltest den Stress ein bisschen reduzieren, du solltest die Bewegungen ein bisschen erhöhen. Und es ist was mir unglaublich schwerfällt, Leute, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es ist was mir unglaublich schwerfällt, aber ich glaube, ich muss da ein bisschen lockerer werden zum einen und ich glaube, ich muss mir auch ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen und für meinen Körper, abseits der Familienzeit, abseits der Arbeitszeit und muss versuchen, das irgendwie hinzubekommen, wenn ich schon den Luxus habe, als Selbstständiger zu sagen, okay, ich kann mir theoretisch diese Zeit nehmen, ich bin eigentlich auch so produktiv mittlerweile, dass ich mir das erlauben kann, ein bisschen Zeit zu nehmen. Ich schaffe trotzdem noch eine Menge. Ja, das Problem momentan ist, wir fliegen von Mitte Juni bis Mitte Juli nach Deutschland. Es sind ungefähr 3-4 Wochen, die wir dann nicht da sind. Und ich denke mir, Kevin, du musst diese 3-4 Wochen natürlich vorbereiten. Du musst die vorbereiten, denn wer weiß, ob ich in Deutschland was aufnehmen kann. Wer weiß, wie das Internet dort ist. Und Leute, bereitet mal 3-4 Wochen Videos vor. Das ist halt nicht kein Spaß. Und dann musst du die Woche vor der Abreise ist natürlich viel los mit Packen und so. Die Woche nach der Ankunft hier wieder ist Jetlag da und so. Das musst du alles mit einberechnen. Dann bist du halt nicht bei 3-4 Wochen Vorbereitung, sondern bist du eigentlich bei 5-6 Wochen Vorbereitung, um das irgendwie vernünftig hinzubekommen. Und da ist mein Kopf jetzt schon wieder seit Wochen natürlich dran und ich bin dabei, das vorzubereiten. Und ich liege auch sehr, sehr gut in der Zeit, das zu schaffen und so. Aber auch da denke ich mir manchmal, würde sich einer von euch beschweren, wenn während der Deutschlandzeit nur 2 Videos die Woche kommen oder vielleicht auch nur eins und dafür ein Livestream mehr spontan oder würde sich eigentlich jemand beschweren, wenn nichts kommt mal eine Woche? Ich weiß es nicht. Würdet ihr euch beschweren? Ihr könnt es mir gerne schreiben. Aber das sind so Gedanken, muss ich euch ganz ehrlich sagen, und deswegen wollte ich da mal drüber sprechen. Mir hilft es immer, über sowas zu sprechen und dann auch Reaktionen darauf zu lesen und ich meine, ich habe ja eine Menge an Followern, also ihr seid ja da und hört mir zu und dafür bin ich sehr dankbar und deswegen habe ich gedacht, ich teile das einfach mal mit euch und höre einfach mal, was ihr dazu zu sagen habt, weil für mich ist das wirklich ein schwieriges Thema und ich habe immer diese Gedankenschleifen, die hatte ich schon immer, die hatte ich schon als Kind und ich habe das Gefühl, dass ich gerade wieder in so einer drin bin, aus der ich nicht wirklich rauskomme. Ich habe aber auch das Gefühl, dass da irgendwas Unterliegendes ist, was mir Stress gibt und ich glaube, ich bin der selber, also ich mache mir selber halt den Stress und das ist irgendwas, was ich lösen muss. Irgendwas ist da, was gelöst werden muss. Und ich glaube, wenn ich das löse, kann ich nochmal einen ganz ordentlichen Schritt nach vorne machen, in jeglicher Hinsicht, als Mensch, als Familienvater, aber auch als Arbeiter oder Selbstständiger und auch was den Content hier angeht. Also ich glaube, mir fehlt manchmal so ein bisschen die Lockerheit. Ja, kann man das sagen? Das Lockersein, das Spontane, das habe ich versucht in den letzten Wochen wieder ein bisschen mehr zurückzuholen und das hat auch geklappt und ich habe auch schon Fortschritte gemacht, würde ich sagen. Aber es ist halt oft so, ich mache irgendwas, gehe in die Spirale sozusagen runter, arbeite und irgendwann frage ich mich, wie bist du denn hier schon wieder hingekommen? Ja, dann tut der Rücken weh und denkst dir, es kann doch nicht sein. Vielleicht weiß der ein oder andere von euch, über was ich rede oder was ich damit meine. Aber ich wollte das einfach mit euch teilen. Ja, was denkt ihr darüber? Was würdet ihr mir raten, an meiner Stelle zu machen? Und habt ihr vielleicht einen Tipp, wie man ein bisschen lockerer werden kann? Wie man seinen Kopf so ein bisschen, ja, mal aus dem Fenster werfen kann? Ohne, dass man direkt stirbt, sage ich mal. Sondern, ja, wie man das lernt. Also ich würde sagen, ich bin schon ein bisschen lockerer geworden, aber da ist noch so viel Platz zum Besserwerden, Leute. Und wie bekommt man es hin, wenn man einfach irgendwie in seiner eigenen Erwartungswelt gefangen ist, ja, und vor allem auch in einer Erwartungswelt, weil ich denke mir, ich werde von so vielen von euch so sehr unterstützt. Ihr guckt die Videos, viele von euch spenden
immer wieder in den Livestreams, aber auch außerhalb der Livestreams bekomme ich immer wieder Spenden per PayPal oder per Ko-fi, wo ich ja jetzt auch eine Seite habe, sodass ich mir denke, ich habe euch gegenüber eine gewisse, ja, wie nennt man das, eine Pflicht, viele Videos zu bringen, eine Pflicht, ordentlich zu recherchieren und so viel nach außen zu bekommen an Informationen an euch, wie es nur geht. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich nehme mir halt irgendwie einen Tag eine halbe Stunde Zeit für Yoga, ja, dann habe ich das Gefühl, diese halbe Stunde, die ich für Yoga investiere, irgendwie, in der erfülle ich meine Pflicht nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber so fühlt sich das für mich an. Und das ist halt schon irgendwie ein Problem, weil ich darf mich natürlich nicht komplett dabei vergessen. Nun gut, Leute, ich habe schon wieder viel zu lange erzählt, glaube ich. Aber ja, für mich, wie gesagt, vielleicht merkt man es, es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt ja, seit Jahren beinahe beschäftige. Es ist ein Thema, was den Kevin auszeichnet, weil er immer diese Kopfprobleme hat mit sich selber da oben irgendwo. Und ja, vielleicht werde ich es irgendwann mal lösen können und vielleicht habt ihr einen guten Tipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr überhaupt immer dabei seid. Im Übrigen ein super Hotel hier mit einer super Onsen-Anlage. Die Onsen-Anlage werde ich jetzt gleich nochmal ausprobieren. Und ja, mal gucken, was der morgige Tag so bringt. Wie gesagt, der ein oder andere Vlog zu dieser Reise wird noch kommen. Und ich bin einfach gespannt, was die Zukunft bringen wird. Das eine Projekt im Übrigen von den zwei Projekten, von denen ich eben auch gesprochen habe, das eine Projekt wird, denke ich, richtig, richtig cool. Und es wird mich eventuell sogar auch zwingen, ein bisschen aus meinem Arbeitskopf herauszukommen und ja, ein bisschen mehr Zeit für mich auch zu verwenden, weil das Projekt ansonsten nicht funktioniert. Aber wie gesagt, ich kann euch da wahrscheinlich erst gegen Ende des Jahres mehr zu erzählen, leider. Vielleicht auch ein bisschen früher. Hängt davon ab, wie schnell ich damit durch bin. Das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und dann wünsche ich euch weiterhin alles Gute und hoffe natürlich auch, dass ich euch in Zukunft gut unterhalten kann und viel aus Japan zeigen kann. Bis dann!